Harsewinkel. Das Trägersystem Xerion hat im Laufe des Jahres viele neue Freunde gewonnen. Stellvertretend für die drei möglichen Kabinenpositionen zeigen wir Ihnen den Xerion in drei sehr unterschiedlichen Anwendungen. Kabinenposition Mitte. Mit Frontpacker und Drillkombination hat der Xerion 6 Tonnen Saatgut im Tank und kann dann als Direktsaatkombination mit sehr hoher Reichweite genutzt werden. Kabinenposition hinten. Mit einem 12 Kubikmeter Güllefass kann der Xerion als Injektionsspritze überzeugen. Die Gülleinjektion, die jetzt in Holland vorgeschrieben ist, wurde vom Klaas-Partner in den Niederlanden entwickelt. Die Firma Kamste Wild stellt die Maschine auf der Agritechnica 99 aus. Für diese Anwendung wird die Kabinenposition umgedreht und die Hundeganglenkung eingesetzt. Kabinenposition hinten rechts. So entsteht ausreichend Platz für die Nutzung des Xerions als Zuckerrübenvollernter mit hohen Hektarleistungen. Der Xerion als Trägerfahrzeug ist mit seinen unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten das ganze Jahr über nutzbar. Auch klassische Schlepperanwendungen sind für ihn kein Problem. Fürs Jahr 2000 werden weitere neue Anwendungen geplant.